Willkommen zum nächsten Tutorial hier auf dem Timonia City Build. Heute kümmern wir uns um die Commands. Auf dem City Build gibt es das Scoreboard. Das könnt ihr natürlich editieren, indem ihr /sb in den Chat einschreibt. Dort könnt ihr euer Scoreboard editieren. Ihr könnt zum Beispiel die Kills anmachen, dann werden die euch hier angezeigt. Oder wenn ihr zum Beispiel keinen Bock mehr auf euren Kontostand habt, könnt ihr den einfach wegmachen. Oder zum Beispiel auch das komplette Scoreboard ausmachen, so dass es nicht mehr da ist. Und ihr könnt dieses Scoreboard natürlich nach euren Vorstellungen komplett editieren. Ein weiterer nützlicher Command auf dem City-Build ist das /Rezepte-Command. Dort könnt ihr irgendein Item auswählen, zum Beispiel jetzt bei dem hier, wie man zum Beispiel einen Bug an Kühl bauen kann. Dann wird euch das Rezept davon angezeigt. Dafür brauchen wir einfach ein Buch, ein Inksack, eine Feder und damit kommt dann natürlich dieses Buch raus. Timonia unterstützt natürlich auch die Bequemlichkeit und so könnt ihr mit /tbuy einfach das Shop-Menü aufrufen und könnt dann hier auch nach einem Item suchen, zum Beispiel bei Food nach Karotten. Klickt dann auf Suchen und dann wird euch das angezeigt, zum Beispiel 16 Karotten für 12 Timonions. Ihr könnt auch nachsehen, wie viel davon noch auf Lager sind. Das sind insgesamt 2416 in der gesamten Shop-Welt. So könnt ihr natürlich aber auch mit Enchantments arbeiten. Wir wollen zum Beispiel eine Diamantspitzhacke haben und wollen dazu ein Enchantment haben. Indem ihr hier einfach auf diese Felder klickt, könnt ihr euch alle Enchantments anzeigen lassen, die es für zum Beispiel die Spitzhacke gibt. Dort könnt ihr dann gucken, wir wollen zum Beispiel Unbreaking haben. Fortune brauchen wir jetzt nicht, daher klicken wir das einfach weg. Mit dieser Edition können wir auf Zurückklicken, auf Suchen. Und wenn so eine Spitzhacke im Shop existiert, wird sie uns hier angezeigt. Leider wurde bei dieser Spitzhacke kein Item gefunden. Ihr könnt natürlich euren Freunden oder irgendwelchen Spielern auch Geld spenden. /pay den Spielernamen und dahinter den Geldbetrag. Wenn ihr das Scoreboard ausgestellt habt, könnt ihr auch das Money nachgucken mit dem /Money-Command. Es gibt irgendwo ein Problem oder ein Spieler hat einfach auf sein Grundstück ein 1x1-Turm nach oben oder nach unten in die Tiefe gebaut, was natürlich nicht äußerlich schön ist, wo man in der Tiefe natürlich auch sterben kann. Dann könnt ihr natürlich den /Ticket-Command nutzen und dahinter dann ganz einfach euer Problem, zum Beispiel hier fehlt ein Block mit Ender. Schickt ihr das Ganze dann natürlich ab und das Team kümmert sich dann so schnell wie möglich darum. Mit /Mails könnt ihr eure Mails einsehen. Dort seht ihr die offenen Konversationen, zum Beispiel eine Konversation mit Timonia Shop und dort ist dann zum Beispiel eine Nachricht, dein Lockshop ist leer. Das ist natürlich auch in Kombination mit dem Shop-System verbunden. Ihr könnt in einer Konversation natürlich auch Antworten senden oder diese Konversation als gelesen markieren. Und diese Konversation natürlich auch löschen, indem ihr hier zweimal draufklickt. Und wenn wir auf /Mails gehen, seht ihr, unser Postfach ist wieder leer. Ihr könnt natürlich auch einstellen bei den Mails, ob ihr Mails von jedem empfangen möchtet oder nur von Freunden. Hier könnt ihr natürlich auch eine neue Konversation starten. In dem Fall tragt ihr hier euren Empfänger ein. Zum Beispiel den lieben Doc Mac. Dann ist der als Empfänger eingetragen. Setzt dann dort einen Text, da bekommt ihr ein Buch, da könnt ihr einfach einen Text reinschreiben. Hey, alles klar. Da schreiben wir einfach hey, alles klar rein. Signieren das Ganze mit einem hey. Sign and closed. Dann können wir auch ein Item anhängen, wenn wir das möchten. Und das Ganze natürlich auch absenden. Dann steht natürlich auch im Chat, deine Nachricht an Doc Mac wurde erfolgreich gesendet. Wenn wir kein Item anhängen möchten, können wir auch einfach so eine Mail an Doc Mac senden. In dem Fall mit Mail send Doc Mac und dahinter unsere Nachricht. Dort einfach unsere Nachricht, das ist für ein Tutorial. Und dann wurde unsere Nachricht natürlich auch an Doc Mac übersendet. Mit einem Dollarzeichen vor unserer Nachricht können wir ganz einfach in den Handelschat schreiben, ohne in diesen wechseln zu müssen. Das Wechseln in die jeweiligen Chats geht mit CH Join, zum Beispiel Handel. Handel dann natürlich auch klein geschrieben. Und so kommen wir dann natürlich auch wieder in den Global-Chat. Und natürlich gibt es dort auch noch den Event-Chat. Dabei sollte man beachten, wenn man in einem Chat ist, schreibt man dann nur noch in diesem Chat. Von daher kann man auch dann beim Handelschat natürlich einfach das Dollarzeichen nutzen. Und wenn ihr Kostüme habt, könnt ihr einfach mit /Skins in die Skins-GUI gehen. Hier könnt ihr dann einfach Skins drin speichern und diese jeweils immer wieder aufrufen.
Natürlich könnt ihr hier auf dem City-Bild auch Homes setzen oder auch löschen. Somit können wir uns jetzt hier einfach ein mit slash set home test einfach ein Home namens Test setzen. Du hast das Home Test erfolgreich gesetzt. Wenn wir jetzt das slash home eingeben, also slash home test, werden wir hierher wieder zurück teleportiert. Wir können natürlich auch mit slash homes gucken, was wir alles für Homes haben. Dort werden uns alle Homes angezeigt und wenn wir immer wieder mit Home Test kommen wir natürlich dann auch wieder an unseren Punkt. Wir können natürlich aber auch den Home Test wieder löschen, zum Beispiel mit Del Home und dahinter dann Test und damit haben wir einfach unseren Home Test gelöscht. Unser Home Command fügt uns jetzt immer wieder hier hin. Jetzt wollen wir aber unseren Home hier hinten drin haben. Jetzt machen wir einfach slash set home test und dahinter ein minus F. Damit wird unser Home Command, also unser Test Punkt einfach hier hingesetzt. Wenn wir jetzt das slash home test machen, dann landen wir hier und nicht mehr da vorne. Ansonsten kommt ihr noch, wenn ihr schon einmal in der Shop-Welt gewesen seid, über slash shop jedes Mal wieder in die Shop-Welt oder natürlich auch über slash abbau in die Abbau-Welt. Falls ihr noch Fragen habt zu den Commands, dann schreibt diese bitte gerne in die Kommentare. Besuche mich auch in der Shop-Welt. Einmal umdrehen im Kaufhaus. Im Kaufhaus dann rechts der zweite Shop. Gute Preise und gute Auswahl.